So, ich bin nochmal zum Gandahar-Tempel zurück. Den hatte ich sogar schon mal so weit gebracht, dass ich hier theoretisch nur diese drei Altäre noch abbrennen müsste. Hab das dann aber nicht fertig gemacht. Aber jetzt ist es soweit. Bevor wir ganz oben in die Ecke auf der Karte gehen, machen wir das noch. Ah, shit. Wer hat's gesehen? Kommt schon! War ich hier nicht schon mal? Ach, das ist keine Decke, durch die man durch kann. Ups. Geht's, Abi. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Top Gun Action hier drin ist im Spiel. Braucht man dann wirklich die 5 Beschleuniger schon, damit man da halbwegs hinterherkommt. Alter, wie groß ist diese Anlage bitte? Beziehungsweise, wo führt mich das überall hin? Immer noch weiter. Ach, guck mal, jetzt kommen hier die Sprungpassagen. Und wo geht's hin? Da geht's hin. Hört nicht auf. Sehr gut. So. Voll drauf. Dann haben wir auch den vollständig. Das heißt, wir können
Noch irgendwas, was... Base der Dodo-Teilwächter. Die Basis ist geschützt. Da gibt's nix. Dann holen wir uns doch mal... Genau, reisen wir doch mal hier zum Daoka zurück. Und bereisen die letzte Region von Adelpha. Das machen wir aus der Lüfte. Na, wo ist er? Da ist er. Erinnert mich ein bisschen an die Lex. Ja, falls noch jemand diese Science-Fiction-Serie kennt. Lex, The Dark Zone. Oh, ist das ein Außenposten, den man mitnehmen kann? Ja. Sie haben mich im Visier. Hier wieder, ne? So eine ganze Basis zwischen die Felsen gehauen und da geht es auch noch so ein bisschen so die Treppe hoch. Das in einem anderen Spiel, was gehaltvoller wäre, wäre das halt allein schon eine riesengroße Region, in der man viel machen könnte. Und hier ist es halt nur so ein das nächste Wegwerfgebiet. Gurkausbruch. Oh, was haben wir denn hier mit Lava? Das ist neu. Das nehme ich. Schade, ich dachte, der Dings kommt richtig raus. Der, wie ist er denn? Also dieser große Wurm. Aber es ist nur, die Schwerkraft. Also, dass alle Gegner so in die Luft geschleudert werden. Schade. Wobei das hier, also mit dem, das mit dem Vieh, das ist einfach echt cool. Ich kenne jemanden, der würde sich sehr über diesen Gork freuen. Ich Galenta, sorry. So, und hier geht's jetzt in die Wüstenregion, das letzte Gebiet, das wir noch offen haben. Man auch dem Zeug zuschauen, wie es wächst. Noch eine Ohr im Spur. Die Bäume. Der folge ich doch glatt. Ach komm. Ey, die Sprungdinger funktionieren nicht. Ich sollte diese Pflanze wohl hauen. Sollte ich wohl. Würde mal interessieren, wie viele von diesen Gorks ich eigentlich brauche. Was brauche ich überhaupt? Ich brauche die Kamenei.
Brauche ich noch? Irgendwas fehlt noch. Droh. Nein. Nein. Wir hocken wieder irgendwo, wo ich sie nicht sehe. Kann ich sie irgendwie auffüllen? Ach, also wirklich, da oben fliegt das irgendwo rum. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, was haben wir denn hier? In Stargate. Uah. Das aktivieren wir doch gleich mal. Oh, eine richtig große Basis da hinten. Ja, holla. Das ist bestimmt eine von denen, die man erwischen muss. Einfach so viel Gelände hier, ne? Also völlig verrückt. Totaler Quatsch. Weißt du was, ich suche jetzt die Region hier einfach ein bisschen ab. Gehe einfach von Ort zu Ort, wo irgendwas leuchtet, da gehe ich einfach hin. Scheiß jetzt mal drauf, ob da eine Questmarkierung ist oder nicht. So, schauen wir uns mal hier zum Beispiel die Lava-Geschichte an. Da ist auch gleich nochmal ein Gork davor. Doch wunderbar. Ist das hier sogar nochmal ein Fey-Tempel? Team Slate findet einfach so einen Phantasmaschrein. Ach nee, Phantasmaschrein so rum. Was für eine dumme Achterbahn ist das denn jetzt hier? Aber auch dem Praktikanten mal so eine Nachmittagsaufgabe geben. Wisst ihr was? Du packst jetzt mal einfach das Spiel. Wir haben jetzt diese Welt gebaut. Wir wissen nichts mit ihr so richtig anzufangen. Du baust jetzt einfach mal 50 solche kleinen Verfolgungsjagd-Missionen ein, wo man ein Licht hinterherläuft. Und das wird dann ein Teil unserer Hauptbeschäftigung. Zumindest was Spielzeit angeht. Das Publikum tobt vor Wut. Ah, warte mal, da oben ist ja gleich schon der nächste. Ach komm, da können wir den. Ja, können wir den Galenta gleich in Ruhe lassen, wenn wir hier schon so im Nebenaufgaben
Schieber sind. Braucht Munition. Jetzt für eine Scheiße, dass die können so weit wegfliegen. Ey, kein Wunder, dass ich den beim letzten Mal nicht gefunden habe. Der ist wahrscheinlich auch so weit weggeflogen. Werden die vielleicht vom Galenta angezogen? Tatsächlich. Ja, verrückt. Ja, dann war das wahrscheinlich tatsächlich bei dem, dass der weggeflogen ist. Niemand? Wie seltsam. Das ist ja echt weird. Dass das geht. Ist auch wieder, muss man sich mal überlegen, das ist jetzt hier so eine. Was für eine geile Szene eigentlich, ne? Mit dem Lava, unsere ganze Basis, die da im Vulkan drin ist. Und also da könnte man so cool die Figur hinführen auf so, was man alles rausholen könnte. Das wäre halt früher ein ganzer Level in einem anderen Spiel gewesen. Und hier ist es so ein, ich düst da mal schnell dran vorbei. Hier liegt noch so ein riesen Skelett. Also wie krass kann man seine Inhalte bedeutungslos machen? Nur wenn ihr mir hier eine Sprungpassage anbietet, dann nehme ich die doch gerne mit. Für eine Ohrimspur ist immer Zeit. Na, aber, Katra, du hast halt einfach recht. Oh, nee, da fehlt mir was für. Habe ich genug Upgrades? Nee, ne? Nee, nicht mal ansatzweise. Nein, Katra, für diese Ohrimspur ist nicht immer Zeit. Das ist doch hier die Basis von den Sis. Beziehungsweise das Ende von Episode 3. Wo Anakin in der Lava landet. I have the high ground. Das Blöde mit solchen Sprung-Pads und so geil das ist mit so einem Wingsuit und so, man muss sich halt überhaupt nicht am Terrain abarbeiten. Also man kann das halt alles, das ist alles keine Herausforderung, also man kann es alles umgehen. Cool, das Rumfliegen draußen, aber hier so fürs Erkunden auf der anderen Seite ist es halt auch sehr, sehr, sehr zweischneidiges Designschwert, würde ich jetzt mal sagen.
hab ich dich. Ach, guck mal, hier ist einer gefangen. Wer bist du denn? Sieht sogar fast wieder wie einer von den Bohrern aus. Wieder, was hier alles ist, ne? Also so viel. Das sind doch mindestens auch wieder 6 Terminals hier. Achso, hier sind die Quartiere. Das ist aber schon sehr wie heißt es? Ist es Mustafa oder so? Bei Jedi Knight? Nicht bei Jedi Knight, bei Star Wars. Also bei Episode 4? Ne, 3, Episode 3. Weißt du nicht, hast du nicht der Planet? Baut sich da nicht Darth Vader später auch seine Basis? Sein Schloss? Was wiederum auch ein bisschen geil ist. Da wo er quasi seine Niederlage hatte, da baut er sich dann seine Basis hin. Falls ich mich da richtig dran erinnere. Mein Gott. Ich muss auch gestehen, mir ist der Star Wars Kanon inzwischen. Also als Kind fand ich das alles super spannend bis ins letzte Detail. Da wollte ich auch durch die X-Wing-Spiele und TIE Fighter und so total angestachelt, wollte ich auch immer sehr gerne so die technischen Spezifikationen, Zusammenhänge und Hintergründe und so kennen. Das habe ich inzwischen mit dem neueren Star Wars-Kanon, muss ich gestehen, überhaupt nicht mehr. Also das ist mir dann, was das ganz konkret für Einheiten sind, ganz viele von den neuen Einheiten, wie die von den Namen her heißen, weiß ich überhaupt nicht. Und finde ich auch echt nicht mehr so interessant. Also ein AT-AT, ein AT-ST, ein Shuttle Lambda und so, das ist alles cool. Das finde ich auch immer noch super spannend. Aber die ganzen anderen Schüsse sind mir erstaunlich egal. Das wird übrigens einer von den Typen sein, die wir auch für diese Pilger-Quest finden müssen. Das brauche ich. Shit. Irgendwo ist noch eins. Da hinten. Aber ich kann den ja schon mal rauslassen da drüben. Genug Sauna für heute, mein Freund. Willst du hier raus?
Jotz, ja. Mein Name ist Aribald. Ich suche als Pilger das Schöne in der Welt. Herax dachte, mir würde es beim Vulkan gefallen. Das tat es nicht. Aber mein Fee Phandasma hat etwas Wichtiges gelernt. Ist dein Herz ein Vulkan? Erwarte nicht, dass dort Blumen sprießen. Deine Poesie wärmt mir das Herz. So, dann holen wir uns aber noch das letzte Ding hier. So cool, ne? Eine Basis mitten im Vulkan. Wie geil ist das eigentlich? Und sie wird zur Wegwerflage. Auch hier wieder diese Basen, die sind für Menschen eingerichtet. Ich meine, das sind Offiziersquartiere, da ist eigentlich genug Zeug, dass sie sich da auch mal noch eine Couch setzen könnten und was weiß ich nicht alles. Und es ist niemand da. So ein Ding hätte ich zum Beispiel auch gerne mal irgendwie zerstört. Ich hätte gedacht, dass man vielleicht noch lernt, wie man die zerstört. Aber bislang sieht es nicht danach aus. Einfach so einen Phandasma-Schein. Hier siehst du den besten Adelpha. Das habe ich gebraucht. Na, wo ist er? Kommt er jetzt? Kommt er nur schwer hin?
Brandausbruch. Verdammt. Ah, jetzt sind es 4 von den Dingern, weil einfach mehr ja auch immer besser ist. Wo ist noch so ein Ding, oder? Ach, da hinten. Ein Gork weniger. Ich nehme nur für alle Fälle hier diese Leuchtedinger mit. Wofür man die dann doch nochmal für irgendwas braucht. So. Jetzt haben wir... Ach, guck mal, da hinten ist dann schon die nächste Ortschaft. Dass jemand ein Spieledesigner vor, ich weiß nicht, 30 Jahren gesagt hätte, dass man mal so eine Welt bauen kann und ihm dann gesagt hätte, womit wir sie füllen, spielerisch. Hätte ich auch gedacht. Okay, seid ihr nicht einen Schritt weitergekommen? Nö. Kamenei, ich hasse diese Viecher. Bin ich voll mit dem? Nee. Auf den Sack, Vogel! Immerhin sind die Schläge stärker. Auch nur noch 3. 2. Was fehlt noch? Irgendwas fehlt noch. Diese großen. Ja, einer ist noch irgendwo da. Einer von den großen. Zeig mal her. Keine Muni. Wie süß, dass er das Muni nennt. Ah, hier. So, jetzt auch. Dieser üble, gorkige Geruch. Hey, falls die Herz mich hören, könnt ihr diese Erinnerung für mich löschen?
schön. Oh, da hinten ist noch ein Tor. Guck mal, das ist die andere Seite von dieser Oase, wo vorhin schon die kleine Fee-Herausforderung war. Nee, wie heißen sie? Sie heißen ja nicht Fee. Wie heißen sie denn? Diese Tempel-Dinger. Mist. Das ist so cool, wie der Himmel, also wie das Bild dann dunkel wird, wenn er sich vor die Sonne schiebt. Total geil. Zählt das hier als Außenposten? Ja. Sie haben mich im Visier. So, ist das eine Basis oder ist das keine Basis? Das ist eine Basis. Und das ist auch eine mit Schaltern. So schön aus den Fenstern rausgucken kann. Schalter. Thank you.
Oh, ich glaube, diese Basis hat man im Trailer gesehen. Diese Gänge hier, diese Unterführung, kommt mir total bekannt vor. Ist der. Ah ne, da bin ich drüber. Ich wollte gerade sagen, ist hier der zweite Teil der Karte quasi schon. Moment, jetzt sterbe ich. Ah ne, jetzt wurde ich. Ach stimmt, ich werde ja jetzt einmal gerettet. Falls ich sterben sollte, werde ich jetzt einmal noch gerettet. Das ist auch irgendwie eine Funktion, die ich als Belohnung noch bekommen habe von der Almayel. Irgendwelche Aufgaben. So. Sind wahrscheinlich jetzt hier auch diese Basen gewesen, die ich für die Mission noch erfüllen musste. Also eigentlich dürfte ich, warte mal, lass mich mal schauen. Das dürfte sogar ganz gut sein. Ach guck mal, und hier ist der andere Tempel. Ah, das sieht doch super aus. Dann könnte ich doch in der nächsten Folge einfach hier den nächsten Tempel mitnehmen und danach fahren wir mal zurück nach, wie heißt der Ort nochmal, Palana und geben da den ganzen Krempel ab, den wir jetzt eingesammelt haben. So, der Fae-Tempel ist da drüben, ne? Ja. Gut, wunderbar. Dann düse ich dahin und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es hier zum Fee-Tempel geht, der dann auch der letzte ist. Ich hoffe, das ist auch tatsächlich der. Aber ich denke mal schon. Okay, also bis denn. Tschüss.